Oh, Schatz, was hast du denn da noch? Mäuselchen. Ganze Topf Erdbeeren mit viel, viel Sahne. Oh, lecker. Wunder Getränk, eisig kalt. Du bist bestimmt sehr müde, mein Süßer. Gemacht und gedreht. Und hier habe ich leckere Nudeln. Das wollte ich eigentlich mal zeigen. Lachsnudel, Lachs von meinem Bruder. Ui, ich sehe da eine Krete. Ui, ich hätte verloren. So eine riesige Krete? Ich hätte verloren bei diesem. Dieser Kochsendung, was Kochsendung wir gucken. Kochsendung hätte ich verloren. Ja, das ist ja nicht schlimm, das solche hätte ich auch gesehen. Solche riesige Krete. Aber wie hast du diesen Holunder gemacht? Das würde mich mal interessieren. Also gepflückt haben wir ja zusammen. So. Wasser gekocht, dann ausgeschaltet, ganze Topf Holunder da rein. Abkühlen lassen, wenn es abgekühlt ist, so viel Honig war im Glas, gelassen, extra im Glas Honig. So viel Honig? So viel Honig, reingefüllt und Zitronensaft, fertig. Nur alle, man kann ja sagen, so Zucker oder Honig nach Geschmack. Ja, fertig. Aber es schmeckt wirklich gut. Ich habe das, gestern hat es mir schon gegeben, aber das schmeckt wirklich super. Und das ist sehr lecker. Solche Knödel. Ja, die sind noch von vorgestern oder gestern. Fleischknödel oder Fleischklops. Ziegenböckchen. Sehr, 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 sehr zart. Mit Tomaten, bitte. Ui, diese. Das schmeckt mir so gut, diese hier. Ja, freue ich mich. Ich habe mir in Deutschland auch manchmal, da gibt es so eine Limo mit Sprudel. Das ist so Holunder-Limo. Aber die schmeckt hier tausendmal besser. Hör mal, wenn man noch Sprudel da machen könnte, da eine mit solchem Siphon. Kann man ja karbonisieren, aber braucht man nicht. Schmeckt sehr lecker. Nun, das ist dann für die Zunge angenehm und dann schmeckt es gut. Liebe Zuschauer, guten Appetit, viel Gesundheit und Hauptsache Appetit. Ja, jetzt wünsche ich dir jetzt auch guten Appetit. Ciao, ciao. Ja, 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 traut euch, traut euch. Also wenn ich nicht da bin, kommen die Gänse und sofort vertreiben die Entchen. Das ist noch das ganz bisschen Wasser, was noch nicht ausgetrocknet ist. Sonst hier schon alles ausgetrocknet. Das Wasser läuft schon gar nicht mehr, ist ausgetrocknet. Aber hier ist noch so ein bisschen. Ja, ja, traut euch. Meine Süßen, schon dürft ihr ein bisschen zu Wasser gehen. Oh, ich bin, wie die sich freuen. Wie die sich freuen. Іди за мене, рідний, на ту войну. Стали музиченьки чардаш грати. Стали ми са слези з очей ля. Три дівчати, ніхто не заплаче, ні батько, ні мати, а лишень заплаче три дівчати. Одна я заплаче, скаже.
Як ми прийшла картка воювати, став я свонення та й блати. Ой, неню війненю зроби мені вольну, іде за мене рідний на ту войну. Іде за мене рідний на ту войну. So, ich lasse euch ein bisschen alleine, meine Kinder. Ich sing für die, damit die denken, ich bin ihre Mama. Damit die so denken. Aber bitte seid vorsichtig. Ich muss ein bisschen was machen im Feld, okay? Oder ich muss meinem Schatz helfen. Mein Schatz hat gesagt, ich soll dieses Heu drehen. Dieses hier. Diesen Weg drehen. Einfach nur umdrehen. Und fertig. Dann mache ich das jetzt. Und dann wollte ich noch ein bisschen im Feld sauber machen. Ein paar Gurken sauber machen. Die kleinen Gürkchen muss man von Unkraut befreien. Regen kam immer noch nicht. Kam nicht. Warte mal, ich glaube, hier kann man durch. Das ist hier für die Gänse der Weg. Ah, hier seid ihr. Kleine Bande. Seid nicht böse zu den Entchen. Das sind auch jetzt unsere Tiere. Entschuldigung. Ich gehe raus. Entschuldigung, dass ich weiß, das ist euer Bereich. Bin ja auch schon weg. Ja, Butika. Langsam kommt die Kahne. Langsam. Das ist meine größte Liebe von Geruch her. Oh, welches Aroma. Welches Aroma, diese Lilien. Ihr kennt die bestimmt schon lange und ich hab die nur noch ein paar Jahre. Und Pionien, die Pionien, wie die riechen, liebe Freunde, wie die riecht hier diese. Ah, danke für dieses wunderschöne Rosa drin, danke. Weiß und drin rosa. Das jetzt machen. Oh, mein Schatz, der dreht da und mir hat gesagt, da zu drehen. Schatz, komm, wir machen Schluss. Schatz, hier musst du gucken, was hier los ist. Ich bin der allerletzte Agronom der Welt. Wieso? Ja. Du hast das doch schon weggehackt. Ja, erstmal haben wir das gegessen. No. Und dann ist das aus der Kurve, hat sich dann auf einmal so stolz gefühlt, dass wir das essen. Verselbstständigt. Und hat schon überwuchert und der arme Knoblauch hier. Das ist so Knoblauch für nächste Jahr, das werde ich nicht. Du lässt den drin oder was? Na ja, das kann man auch ganze Winter. Nächstes Jahr ist der schön. Dreh, geh weit. Oh, jetzt kommt eine Biene an, die greift mich hier an. Mich? Nee, mich. Ich weiß nicht warum. Warte, welcher peinlicher Agronom ich bin. Peinlich ist da gar nichts. Das ist, weißt du wie? Als ob du eine Wiese gräbst. Wiese. Naja. Eine dicke Wiese. So hart der Boden da drunter. Ich bin auch schon fertig. Ich habe jetzt das Heu gewendet. Es kann dann erstmal trocknen. Und ich auch. Ich komme dann mit.
Ich wollte dir noch Brennnessel schneiden. Wolltest du den Tieren jetzt noch Futter geben, ne? Ja, ja, aber ich brauche Brennnessel. Ja, schneide ich dir noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen. Okay, und dann komme ich, okay? Ja. Dann mache ich vielleicht noch so einen Meter, ne? Ja, gerne. Ich zeig. Die Nachbarin war da? Nachbarin hat hier Erdbeeren dahin gelegt. Ein kleines Tütchen. Das ist aber lieb. Und weißt du, was sie mich gefragt hat? Sie ist auch nur hier gelaufen. Ja. Hat gefragt, ob wir Honig nicht verkaufen. Ach, warum? Schenke doch was. Nee, ich habe gesagt, ich verkaufe einen Liter. Ach so. Oder zwei. Aber warum schenken? Muss verkaufen, Schatz. Ja, für die Erdbeeren hätte ich jetzt was gegeben. Ja, für die Erdbeeren habe ich schon Milch und Eier gegeben. Ach so. Ja, kannst du verkaufen. Aber ich muss ja auch was verdienen. 200. Nur, ich muss ja was verdienen. 200 der Liter, das ist voll billig. In Deutschland ist voll viel. 5 Hier Euro. 5 Euro der Liter. Und in Deutschland wie viel Liter? Deutschland Liter? Nee, da ist mit Kilo. Ein Glas Honig? Nee. Ein Liter hat da. Ein Liter hat 1,4, ne? Ja, 1,4 Kilo. Ich weiß jetzt gar nicht, der Stefan hatte mir was von 14 Euro gesagt, aber ich glaube, das ist der Liter oder das Kilo? Warte, und hier 5. Ja, da ist auf jeden Fall viel teurer. Es kann ja auch sein, ein Glas Honig kostet 14 Euro. Ich weiß es jetzt nicht. Ja, schreibt mal, genau, schreibt doch mal in eure Kommentare, wenn ihr Honig kauft. Wie viel sollen wir Geld nehmen pro Liter Honig hier? Ja, hier können sie ja nicht sagen, sie leben ja nicht hier. Ich habe auf dem Markt gefragt und der wollte 200 pro Liter. Ah, also 5 Euro. Dann nehmen wir das Gleiche. Wir nehmen das Gleiche, das ist nicht so teuer. Kannst wahrscheinlich auch 250 nehmen oder, aber warum? Wie viel wollt ihr denn? Ja, nochmal. Die kommt heute Abend. Ich gebe dir noch ein bisschen frische Milch wieder. Ja, ist doch cool. Noch der andere Nachbarin, die gestern Buchweizen geschenkt hat, wollte ich auch ein bisschen Milch, ein bisschen Eier schenken. Ja, ist doch cool. Ach, die Nachbarinnen hier sind so nett, die Nachbarn. Guck mal, unsere Bienen haben richtig was zu tun. Geht's gut. Oh, da sehe ich gerade was. Ich habe das Glas mit dem Wachs, ich habe da einen Teller mit Wachs hingestellt. Und normalerweise tue ich ja gerade Wachs schmelzen. Da muss ich das mal da wegholen. Ah, schmelzt du gerade? Ja, ich schmelze ein bisschen was. Dann kippe ich das da mit rein, weißt du? Muss ich nur mal gucken, ob die da noch was von essen. Aber ich glaube, das haben sie jetzt schon alles aufgegessen. Ich habe das denen hier hingestellt. Ja, die essen da noch. Ach, beim nächsten Mal. Die essen hier noch. Aber ich weiß nicht, was es da noch zu essen gibt. Ah, die finden da noch was. Die sind ein bisschen faul. Nee, Durst haben die nicht. Was? Ah, im Schwimmbad willst du schwimmen. Jetzt habe ich keinen Rauch dabei. Ich sage, ich habe keinen Rauch dabei. Versuch die mal so zu vertreiben. So, ich gehe mal eben das da reinkippen, ja? Ja, also bis gleich, ne? Ich schneide dir noch die Brennnessel. Ach so, das ist ja dein Handy. Ich hatte Leg ins Haus. Echt? Ja, hier ist zu heiß. Ja, kannst du dann meine Hake mitbringen? Ja, bring mit. Okay, bis dann. So, ich zeig euch mal. Warte mal. Ich zeig euch mal, wie ich das mit dem Wachs hier mache. So. Hier ist natürlich
voll das Chaos, aber hier seht ihr das. Ein bisschen abtropfen lassen. Also ich habe hier oben zum Beschweren einfach mal zwei Steine draufgelegt. Die sind natürlich jetzt heiß. Muss ich mir mal einen Handschuh holen. Zwei Steine draufgelegt, einen Plastikeimer. Ich mache das jetzt mal auf, dann zeige ich euch das. So, seht ihr das? Ich habe jetzt hier einfach einen Plastikeimer. Unten ist ein Wasserbad. Und zum Beschweren habe ich halt Steine gemacht, damit das schön unten ist. Und da habe ich den Wachs eingefüllt. In dem Eimer ist unten, ui, da beschlägt das, unten am Boden des Eimers ist Wasser. Und dann fülle ich das jetzt hier noch rein. Ja, das klebt jetzt noch ein bisschen vom Honig. Na, dann werde ich einfach noch dazu kippen. Geht nicht ab. Dann muss ich jetzt mal die Kamera aufmachen. Und dann heize ich das immer auf 85 Grad auf. Und das bleibt dann so ungefähr 2 Stunden bei der Temperatur hier drin. Und dann mache ich aus und lasse es langsam abkühlen. Hier kommen alle. Noch zwei fehlen. Wo sind denn noch zwei? Einer fehlt. Und ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben, acht. Einer fehlt. Wer schubst mich an? Wer schubst mich an? Wer schubst mich an? Hm? War lecker? War lecker, Stjopchik, ja? Wie хороший. Bitte nicht im Feld, bitte nicht im Feld. Heiß. Sehr heiß, ne? Stjopchik, sehr, sehr heiß. Tak, wo kann denn der eine sein? Nochmal. Und den. 2, 3, 4, 5, 6. Einer fehlt. Gehen wir suchen den einen. So, alle gefunden, zum Glück. Jetzt sind alle da. Einer war, wisst ihr, wo er war, liebe Freunde? Den hat die Pute geklaut, die nur einen hatte. Die hat den geklaut und in den Gräser versteckt. Und hat zwei dann auf einmal schon gehabt. Und der hat sich sehr gefreut, als er zu seiner Mama kam. Und das ist der gleiche, der bei uns am Frühstückstisch mitgefrühstückt hat. Der läuft jetzt doch mit der Mama, die vier hatte, aber die hat jetzt nur ihn. Спасибо. So, маєте воду, маєте їжу. So, schon, was noch? Aha, die wollte ich noch gießen oben.
Da schweint noch einer, muss auch noch gucken. Hier oben ist gefroren gewesen. Hier oben, die komme ich jeden Abend gießen. Der Regen kam ja nicht. Stjopka spielt damit Christian. Christian gießt heute da ganz hinten Mais. Ah, da sind die Ziegen. Da sind die Ziegen. Ganz weit weg. Lecker am Grasen noch nach dem Melken. Das ist schon 7:30. Oder schon 8. Grasen ist so ausgetrocknet. Wir gießen nicht alles, weil das schafft man nicht alles gießen. Kartoffeln sind wieder grün, viel besser geworden. Aber ich weiß nicht, ob die noch so viel Kraft haben werden. Jetzt kommt nächste Problem, Käfer. Käfer muss man irgendwas spritzen. So natürliche Mittel. Christian hat Neem bestellt. Tomätchen sind auch sehr trocken, aber die will ich nicht gießen, weil mir hat eine Frau gesagt auf dem Markt, die mir Kohl verkauft hat, hat gesagt, wenn sie einmal gießen, dann müssen sie sehr immer gießen und es wird trotzdem vertrocknen. Besser nicht gießen und das wird dann... Oh, ich habe vergessen, diese Dinger vom Knoblauch heute abzubrechen und vergessen, Kamille abzuschneiden. Wow, das waren zwei wichtige Aufgaben. Kamille abschneiden, die Blüten. Und Knoblauch. Diese Dinger abzumachen. Das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. Die Ziegen rennen nach Hause. Nee, Katrusichka. Alles gut, bleib da. Катруся. Катруся, все добре, маленька, добре. Ist noch ein wenig, ja. Die Gänse haben jetzt auch einen Weg zum Wasser. Christian hat den gesenzt. Tja, was noch meine Aufgaben? Heute habe ich da diesen anderen Knoblauch sauber gemacht. Hätte ich aber lieber den hier abgebrochen. Das ist sehr wichtig. Die sind schon gewachsen. Oder Kamille abgeschnitten. Aber das kann ich dann morgen machen. Na, mache ich morgen. Liebe Freunde, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Danke für eure Liebe, für eure Kommentare. Dass ihr das alles so mitfolgt, was hier los ist. Vielen, vielen Dank. Da weinen schon Kinder und da weinen Kinder und da. Ach so, jetzt sehe ich, wer da weint. Das ist von der Coco, der Kleinste. Okay, ich gieße die jetzt. Und die schlafen immer noch hier im Käfig. Immer noch. Wollen nicht zu allen Hühnern rein. Guck mal, die Mama ruft euch schon. Die Mama ruft euch rein. Ja, die Mama ruft euch rein. Es wird immer später. Die Mama ruft euch rein. Ja, und der dritte. Die Mama ruft euch rein. Die Mama sagt schlafen. Mama sagt schlafen. Oh, du wolltest nicht heute. Mama sagt schlafen. Das ist nur der einzige. Не чемний. Всі чемні, а один не чемний. Заходь, кажу. Мітенька, ich kann dich nicht nehmen, weil der geht nicht schlafen. Geht nicht. Зараз я його зловлю.